Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Herzlich willkommen, liebe Bio-Biergenießer. Es ist heute der 1. Dezember. Wir starten unsere gemeinsame Bierverkostung. Jetzt wird's ernst, jetzt wird's spannend bis 24. Dezember. Jeden Tag ein anderes Bier aus unserer Biobrauerei Hof bei Salzburg. Wir befinden uns gerade in unserem Gär- und Lagerkeller. Sie sehen viel Edelstahl. Darin liegt unser Bier mindestens 4,5 Wochen bis zu 3 Monate bei Starkbiere. Ja, und wir starten gleich mit dem ersten Bier, nämlich heute Feld Nummer 1. Jetzt wird spannend. Chak Charak. Und es ist das Wiener Lager. Das Wiener Lager ist eine sehr alte Biersorte, geht zurück auf Anton Dreher aus den ungefähr 1850er Jahren, und zwar aus damals der Brauerei, und heute auch noch gibt es ja noch die Brauerei Schwechert bei Wien. Der Anton Dreher hat erfunden, kann man nicht sagen, die untergärige Hefe gefunden. Es gibt da Gerüchte mit dem Spazierstock, vielleicht hat er die aus England importiert damals. Auf jeden Fall wurde mit dieser untergärigen Hefe, das heißt, die Hefe setzt sich am Boden nach der Gärung ab, wurden die Biere stabiler und damit eben auch transportabler und haltbarer. Und dieser Bierstil werden wir also heute verkosten, gibt es immer noch in Österreich nicht so stark vertreten, eher international stärker vertreten. Ist ein Bierstil, der leicht bernsteinfarben ist, etwas dünkler aufgrund der damaligen Rohstoffe, sprich der Malze, und natürlich auch ganz wichtig, daraus hat sich sozusagen der Wiener Lagerbiertyp entwickelt, auch aufgrund des Wassers, welches eben in Wien damals bzw. Schwechat vorhanden war. Im Unterschied zum Beispiel zum Münchner Biertyp oder Dortmunder Biertyp. Das Bier will schon aus der Flasche, wir sehen es, wir schenken ein, schön im 45 Grad Winkel, lassen den Schaum aus dem Bier herauskommen, das macht gar nichts. Wir sehen von der Farbe her, wie gesagt, es ist kein absolut helles Bier, es ist ein bisschen dünkler. Schön leichte, malzige Töne haben wir da drinnen. Die hopfigen Gerüche sind hier etwas und auch bewusst im Hintergrund. Schöner, sehr kompakter, fester Schaum. So, und jetzt probieren wir mal. Ja, wunderschöne, leichte Malzigkeit, nicht zu viel. Ein trockenes Bier trotz allem. Eine leichte vorn auf der Zunge, eine ganz leichte Süße erkennbar. Und vom Hopfen her, würde ich sagen, eher relativ unaufdringlich. Weder zu viel Hopfenaroma noch zu viel Bittere hier enthalten. Natürlich merkt man aber hinten beim Runterschlucken hier auf der Seite, dass hier deutlich schon Hopfen auch da ist. Aber wie gesagt, hier geht es darum, ein möglichst ausgewogenes, rundes Bier zu haben. Und das war auch damals vor 170 Jahren das Ziel. Was also Anfang der 1900er Jahre dazu geführt hat, dass die Brauerei Schwechat hier die größte Braustätte der Welt war. Und wir in Österreich, wir können da durchwegs nach wie vor sehr, sehr stolz drauf sein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann immer Sie es verkosten. Schauen Sie morgen wieder rein, am 2. Dezember gibt es das nächste Bier. Und nicht vergessen, ab 15. Dezember startet unser Biergewinnspiel. Schönen Abend. Oh, Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way.